Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen das wunderschöne Projekt Big Farm auf der Neubartelsag. Und ihr seht es, das ist unser Projekt mit den großen Maschinen. Und ich habe mittlerweile hier ein weiteres Gruber-Auftrag angenommen. Und hier habt ihr den 2375 Rostel Mash unterwegs. Und der ist kräftig hier am Grubbern. So. Auch großes Maschinenschiff. Jo, so sieht's von innen aus. Ja, ein bisschen spartanisch, aber hier geht's wohl eher um die PS und um, ja, die Gerätschaften, die man da dranhängen kann. Und das ist ja ein großer Grubber und da braucht man PS. Ansonsten haben wir ja noch dieses Teilchen hier, den Case, unterwegs. Und der ist auch mittlerweile, ich glaube, bei knapp der Hälfte angekommen. Wir schauen mal kurz rein hier bei den Aufträgen. Und der Auftrag ist bei 29, das ist der neuere und das ist der am Laufen ist, 56. Also die Aufträge, die Gruberaufträge gehen gut voran. So, mittlerweile, ja, habe ich hier schon vorbereitet, nämlich unseren Fendt mit dem Mähwerk, denn... Das Feld mit dem Raps habe ich mittlerweile angesät und ihr seht es hier rechts, da steht eine Walze, die habe ich auch mittlerweile gekauft. Und deswegen, wenn wir jetzt zu dem Feld fahren, nämlich unserem dritten Grasfeld, so will ich es mal formulieren, dass er nicht mehr lange ein Grasfeld bleiben soll, sondern spätestens, nachdem wir jetzt gemäht haben, werden wir auf jeden Fall einen Teil davon ansehen mit oder beziehungsweise grubbern und dann anschließend eine Frucht ansehen. So, Entschuldigung, da muss ich mich mal kurz räuspern. So, hier sehen wir es. Also, das Feld haben wir mit Raps angesät und haben es eben auch schon gewalzt. Und ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es daran lag, dass wir hier unter Precision Farming jetzt mittlerweile bei Bodenbearbeitung bei der vollen Punktzahl sind, nämlich bei 10 Punkten. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch das Thema Düngen und Stickstoff 28,4 und da müssten wir eigentlich fast auf 100% kommen. Okay, so, den Fendt bringen wir jetzt erstmal an den Start. Dann soll der anfangen zu mähen und wir werden ganz normal Gras mähen, also Grasschwart ablegen und dann mit dem Sammelwagen einsammeln und ins Fermentersilo kippen, weil Ballen machen wir dann erst wieder hier aus den zwei Feldern, weil ich denke nicht, dass wir, ja, sonst kommen wir wieder zu schnell an die Maximalstückzahl. Jetzt müssen wir mal schauen, es fängt, glaube ich, hier bald an zu regnen. Wir schauen mal ganz kurz in den Wetterbericht und zwar hier. Regen, Regen, Regen. Ja, erst um 15 Uhr, das passt. Dann klappen wir hier mal aus. Und auch vorne klappen wir aus. Und jetzt muss ich gucken. Ja, ich bin der Meinung... Augenblick. Okay. Augenblick. Ja, okay. So, ja, nee, hat gepasst. Stimmt, das sind ja so Bänder und das passt für die Schwartablage. So, jetzt schauen wir mal, weil ich habe ja immer so ein bisschen die Befürchtung, so zack, 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 dass er ja immer, wenn er an den Feldrand kommt, dann tut er den, ja, wie will ich sagen, dann wird es halt zu Feld. Ja, also hier sieht man schon ein bisschen, dass das nämlich nicht mehr so ist wie im Original. Das ist ein wenig komisch hier auf der Map, wenn man hier mäht und lässt und mäht also über den Feldrand hinaus, dann ist das so, also wenn man Feld erstellt, das ist die Funktion, die ich meinte. Und deswegen lassen wir den jetzt erstmal hier relativ weit rechts außen. Ansonsten müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Ich bin echt am Überlegen, ob wir ein langes Feld machen, weil sollten wir nämlich das rechte Feld hier mal dazu kaufen, dann könnten wir die zwei Felder verbinden. Auf der anderen Seite machen wir hier ein langes Feld, dann wird das Grasfeld. Ja, ich zeige es euch noch mal auf der Karte, weil ich bin da echt gerade ein bisschen
immer noch am Überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Also entweder machen wir hier ein Feld, was wir einfach so hier hochziehen und machen hier einen Weg und machen vielleicht dann nochmal so rüber und so. Dann hätten wir hier zwei kleine Felder. Oder wir ziehen es halt gleich von hier so rüber und ziehen es dann hier hoch. Dann hätten wir hier nämlich ein schönes senkrechtes bzw. rechteckiges Feld und hätten hier unten ein Grasfeld und hätten hier oben eben noch ein Grasfeld. Hm. So, was macht jetzt er? Gar nichts. Ja, Blitz. So. Hä? Hat doch angefangen. So. Ja, ich bin wie gesagt immer unschlüssig. Ich weiß es einfach nicht so richtig, wie man es machen soll. Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich eh egal. Auf der einen Seite könnten wir dann eben... Ja gut, wir können natürlich auch im Prinzip ein ganz großes Feld machen, indem wir einfach dann hier lang fahren, also hier hochziehen und dann gleich wieder hier rüber und dann haben wir hier also ein entsprechend großes Feld. Wichtig ist halt eben mir nur, dann können wir hier auf jeden Fall gut lang fahren zur Feldbearbeitung. Und dann ziehen wir hier also einen Weg hoch, dann haben wir hier die rechte Seite für Wiese und dann haben wir hier auch noch ein Stück Wiese, was wir dann eben entsprechend bearbeiten können. So, jetzt werden wir den Kollegen erstmal hier rüber schicken. Der soll es dann in die Richtung hier mähen. Und dann habe ich nämlich den Ladewagen auch schon bereits angehängt. So, und zwar an den Kollegen hier, an den Messey. Und wir müssen nämlich, wenn wir uns noch richtig erinnern, auf jeden Fall mal ein bisschen Material zu unseren Kühen bringen. So, den müssen wir eigentlich noch tanken. Das war nämlich das nächste, was mir noch eingefallen ist. Den müssen wir tanken. Die anderen Geräte haben wir ja schon mal ein bisschen mit denen gearbeitet. So, tanken läuft. Also das heißt, die haben wir schon in die Wartung gebracht. Jo, können wir erstmal einen Schluck trinken, einen Schluck Kaffee. Sehr schön. So, und dann setzen wir hier mal zurück. Wie sieht es mit dem Silagetank aus? Ja, den können wir dann auch gleich füllen. Und wenn wir schon hier in der Gegend sind, dann machen wir das doch gleich. Weil das Teil hier muss eigentlich auch mal weg. Steht nämlich auch die ganze Zeit im Weg rum. So, weil wir brauchen auf jeden Fall bei unseren Kühen Silage. Und davon haben wir jede Menge im Fermentersilo und da werden wir uns jetzt eine Ladung schnappen und zu unseren Kühen bringen. So, wie sieht es denn hier aus? Oh ja, da hat er ja auch ordentlich schon gekrubbert. So, Befüllung starten. Silage. Ihr habt es gesehen, fast 290.000 Liter. Aber die werden wir dann auch brauchen, um über Nacht dann unsere BGA damit zu befüllen. Und in der Zwischenzeit werden wir ja fast, oder die Hälfte unserer Ballen sind schon verarbeitet. Da können wir mal ganz kurz gucken, da steht er nämlich. So. Können wir da noch was reinschmeißen? Oh, da fallen sie, genau. Sodele. Okay. Na? Und? Ja, da müssen wir wieder ein bisschen vor und... Sehr gut. Yep. Weil da sehen wir es nämlich jetzt gleich, hier sind die restlichen Silageballen und die haben wir dann jetzt auch bald weg. Aber die Walze hat uns ja auch schon wieder 40.000 gekostet. Und deswegen sind wir wieder mal finanziell nur bei 31. Ups, upsi. Okay. So, sind die anderen Ballen schon weg? Ja, die sind schon drin.
schmeißen wir die mal rein. Gut. Okay. So, wie weit ist er denn? Oh ja, ordentlich, ordentlich. Weil wenn er dann fertig ist, dann kann er mit dem, können wir mit das Gerät, diese Gerätschaften auf jeden Fall auch noch nehmen, um Feld Nummer 2 zu bearbeiten. Wo ist er? Jo. Sehr schön. So, er mäht fröhlich fleißig vor sich hin. Das ist gut. Und dann können wir hier mit ihm mal losfahren. Und so haben wir wieder jede Menge Action hier auf dieser Map. Ja, hier ist immer was los. Große, große, große Farm. Große, große Gerätschaften auf dem Big Farm Projekt Neubartelshagen. Ansonsten, wenn ihr mal Bock habt, wieder auf ein bisschen was Kleineres mit der schönen Berg, mit Bergpanorama, dann geht doch einfach bei mir hier auf dem Kanal mal auf unser Projekt. Ja, Neu-Mini-Brunnen, die Alpen-Map. Dort arbeiten wir mittlerweile mit dem Deutz Fahr. Da haben wir vor kurzem nämlich unseren... Warum wackelt denn der so? Da haben wir vor kurzem... Hä? Hat er ein Achsproblem oder was? Hä? Warum wackelt denn der da vorne so? Naja, wird ja hoffentlich nicht gleich aus... Der wird ja richtig seekrank. Ja, da haben wir uns einen neuen Drescher gekauft und haben einige Aufträge angenommen und da sind wir auch kräftig, kräftig am Arbeiten und machen auch dort zurzeit gerade eine Wiese mit Ballen. So, schauen wir mal, ob er sich dann anders verhält. Ja, der wackelt immer noch die ganze Zeit, wackelt er. Augenblick. Mich gerade ein bisschen irritiert. Müssen wir näher ranfahren? Achso, okay. Der wackelt? Ja, ich glaube, jetzt wird es weniger. Okay. So, jetzt schauen wir noch mal, was brauchen wir denn noch? Ja, Heu ist auch nicht mehr, oder? Heu, 24, Stroh, 35, ja, ja, doch. Dann fahren wir auch noch mal 2 Fuhren von jedem. Dann ist das Thema auch durch. Ja, das hat halt wohl doch damit zu tun gehabt, dass, keine Ahnung, ob der Trecker zu klein ist für den schicken Bergmann hier. Was er die ganze Zeit gewackelt hat. Wie ein Wackeldackel auf der Hutablage. Ja, wackelt jetzt auch schon ein bisschen, aber das ist ja vertretbar. Rein auf das zukünftige Hofgelände, ja, wo wir uns mal irgendwann mal anfangen müssen hier zu bauen. So, einmal Heu bitte. Ja, aber dann machen wir das Maschinengen nicht ganz voll, denke ich. 50%, 60%. Ja, machen wir 60%. Ups. So, jetzt. Falscher Knopf. Dann schauen wir mal, ob er auch wieder so wackelt. Das passt soweit. Sehr schön. So, dann bringen wir jetzt mal Heu zu unserer kleinen Aufzuchtstation für unsere Kälber. Weil natürlich wäre eine andere Option zu sagen, wir arbeiten mit, ich sag mal, einem verstreuten Hof und haben halt überall hier irgendwo auf der Map irgendwelche Anlagen. Also wäre natürlich auch eine Option, weil das hier da drüben können wir eigentlich, glaube ich, auch zum Teil nutzen. Aber im Prinzip habe ich schon gerne alles eigentlich an einer Stelle. So, mal ein bisschen dichter ranfahren. Okay.
Schauen wir mal ganz kurz, wie es unseren Mukus geht. Jo. Jo. Scheint alles im grünen Bereich zu sein. Hier könnte man eigentlich auch mal mähen, aber naja. Eigentlich sollen die das ja alles auch wegfressen. So, wie sieht's aus? Oh, da ist noch was drin. Okay, dann brauchen wir gar nicht so viel. Heu 49.000. Okay. So, können wir drüben irgendwo den Kollegen sehen, wo er am Grubbern ist? Nein. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt der Plan. Wir werden jetzt da drüben die Wiese mähen und dann werden wir Wege anlegen bzw. die Felder neu einteilen. Und dann werden wir definitiv grubbern und mal schauen, was wir ansehen. Also entweder wieder Weizen oder Gerste, weil das steht ja jetzt, Augenblick, September. September. Raps geht mit Sicherheit. Haben wir ja gerade auf dem anderen Feld gemacht. So, jetzt holen wir noch, jetzt geben wir erstmal hier das Heu wieder ab. Und dann holen wir, ich weiß gar nicht, 25.000 Stroh, oder? Das sollte eigentlich reichen. So. Befüllung starten. Stroh. Und ich guck hier nochmal. Okay, wir können. Okay, wenn, dann müssen wir uns noch diesen Monat ansehen, wenn wir Raps machen wollen. Okay. So, 20 sollen reichen. Ansonsten wäre das ja ein kleineres Feld und dann würde sich ja anbieten, wirklich was mit Stroh zu machen. Weil wir müssen natürlich immer dran denken, ist jetzt auch ein bisschen größerer Weg von da hinten. So, ansonsten würde sich nämlich da hinten eher Raps und Soja anbieten. Ja, wenn wir natürlich ein langes Feld machen. Nee, wir teilen das so ein, dass wir das, mit zwei Abschnitten. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So. Da sind die Kollegen am Wandern. Der Strohbunker war in der Mitte. Noch ein bisschen, okay. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir den leer kriegen. Jetzt müssen wir nochmal zurückfahren, weil sonst hätten wir jetzt gleich rüber zur Wiese fahren können. Naja. So, so, da sind sie alle am Wandern. Wo die alle auch dahin laufen. Man, wie ist es nicht? So, 12.47 Uhr ist sozusagen noch früh am Tag. Und wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, bevor es regnet. So, dann wieder das Abkippen ins Silo. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, was wir denn da an Material drin haben. Ja, okay, also Häckselgut 3, Stroh über 400.000. Also gut, dann brauchen wir dann nicht so viel Stroh machen. Und das Gras kippen wir auf jeden Fall rein, damit Silage produziert wird. Und nächsten Monat können wir ja die anderen Wiesen, da bin ich mir relativ sicher, die anderen zwei Wiesen mähen und da machen wir dann Ballen. So, und wie gesagt, bei dem Mais bin ich eigentlich, tendiere ich jetzt, ich hatte ja mal gesagt, dass wir da vielleicht mit dem Göweil, dass wir da dann Häckselballen machen.
Ich weiß es noch nicht. Das kostet uns natürlich wieder alles extra Geld. Wenn wir es jetzt einfach nur ernten und in Silo kippen und dann im Winter verkaufen, dann haben wir weniger Kosten. Und dann können wir natürlich früher einsteigen, endlich unseren Kuhstall für unseren Hof, für den zukünftigen zu kaufen. So, jetzt fahren wir hier mal schnell zum Feld, schauen mal, wie weit unser Fendt ist. Und dann schauen wir mal, wie weit die Grubberparade bzw. die Grubbermaschinerie ist. So, der Lebensmitteltank ist voll. Okay. Mal hier parken. So, wo treibt... Oh, nee. Das ist aber auch ein wenig merkwürdig. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen von Hand nacharbeiten. So, jetzt aber erstmal schauen, wo... Okay. Und er... Ja, die haben noch genügend Arbeit. Okay, kein Problem. Schon wieder komisch, warum der hier nicht weitergearbeitet hat, der Assistent, aber das ist halt immer ein bisschen das Problem mit diesen Winkeln, wenn es halt eben nicht im Lot sind, die Bahnen. So, also wie gesagt, die Idee ist dann ziehen wir hier einen Weg lang. Hier um diese Insel rum und dann werden wir hier runter. So, und dann fahren wir nämlich hier lang. Und dann machen wir nämlich entsprechend so ein Feld. Okay. So. Achtung, stopp. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fahren wir auf der anderen Seite. Also man sieht es auch hier. Da sind wir irgendwie reingefahren und dann hat er hier das Feld irgendwie anders hier ausgeschnitten, irgendwie neu gemacht. Also wie gesagt, das ist immer wegen komisch. Also da kann man sehen, hier auf der Seite, diese Ecke, da hat er irgendwie, das war eigentlich schön rund. Ich denke, das werden wir dann hier mit Terraforming ein bisschen nachbearbeiten müssen. So. Gut. Ja, weil das war eigentlich ursprünglich mal so schön rund. Und wenn man dann hier so lang fährt, dann macht er das tatsächlich plötzlich zu Acker. So. Dann schicken wir den hier, den Fendt, wieder hier auf Reisen. Und dann können wir anfangen, hier die Schwad einzusammeln mit dem Ladewagen. So, ein bisschen nochmal zurück. Und los geht's. Ich hoffe, der Assistent arbeitet jetzt hier, der Helfer. Sehr schön. So, und wir legen jetzt los mit dem Massey Ferguson. So, und runterlassen und los geht's. Ja,
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen, während hier der Fendt jetzt so langsam hier ins Bild reinfährt. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir ihm nicht in die Quere kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit er ausholt. Weil der sollte eigentlich nicht rückwärts. Ah, der fährt doch rückwärts, oder? Nee, der fährt vorwärts rum. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Ihr seht, es gibt noch jede Menge hier zu tun. Jedenfalls hier im September haben wir noch einiges zu tun. Und in der nächsten Folge werden wir dann mit Sicherheit auch mit den Grubberaufträgen fertig sein und die großen Maschinen wieder zurückbringen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht hier. Ansonsten, wie immer, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit und für die Zeit. Und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir mit LS22.